Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir müssen auf jeden Fall rechts rum. Ich bin gerade am gucken. Wieso zeigt der mir hier zwei Scherben an? Da müssen wir rein. Ach so, weil eine von hier drin ist, war wahrscheinlich. Okay. So. Wohin jetzt genau? Ach so, da zum Ende. Leute, ich kann gerade nicht. Okay, ich muss aber leider können, weil das würde ich gerne mitnehmen. Hinterher, Leute. Sie wollen nicht kommen. Hallo? Dein Ernst jetzt? Könnt ihr nicht dann kommen, wenn... Warum müsst ihr immer so spät kommen? Wer denn jetzt her? Oh. Nehmt doch einfach mal die Himmelsscherbe. Wo kamen diese komischen Wespen jetzt her? Ich hatte keiner hinter mir. Die haben wir genommen und weil wir die jetzt genommen haben, kommen wir jetzt hier nicht durch. Na toll. Alter. Was sollte das denn jetzt werden? Das hast du gut gemacht, Funke, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum ich jetzt hier nicht durchgekommen bin. Oh, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Mein Gott. Vierter Versuch. Moment, was ist jetzt besser? Besser ist eigentlich egal. Ich glaube, hier kämen wir dann nicht so richtig rum. Ne? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall rechts rum. Das heißt, einmal hier durch. Achso, hier. Hallo, du wirst dich heilen. Noch mehr elende Schlangen, die es zu bekämpfen gilt? Gut, ich fange gerade erst an. Prinz Ernstka? Nee, Emmerich. Ihr scheint nicht zu den Raufbolden von den Grünschlangen zu gehören. Eine Schande. Mir fehlt noch eine Kerbe zur 20. Was hat der jetzt für eine Stimme? Das ist überhaupt nicht seine Stimme. Achso, die dürfen wir wahrscheinlich wieder nicht vorher machen. Meine Freundin, was für eine Wendung, euch hier zu treffen. Ich habe euch nicht versehentlich nach Aminos verbannt, oder? Nein, natürlich nicht. Ich würde mich ja an euren Namen auf einem der Haftschriebe erinnern. Aber verratet mir doch bitte, was macht ihr hier? Fürstin Arabelle schickte mich, um euch und die anderen Allianzführer zu finden. Fürstin Arabelle, sagt ihr? Wie geht es der teuren Dame? Sie und ich haben im Laufe der Jahre so manche brenzlige Situation gemeinsam überstanden. Doch sie hat nur euch entsandt? Ich hätte erwartet, dass ich mindestens ein Dutzend Ritter oder so wert bin. Ach, nun gut. Ich gehe davon aus, es gibt einen Weg, diese verdammte Insel zu verlassen. Ich kann ein Rettungsschiff ein Signal geben, sobald wir Prinz Irnska finden. Und Königin Iron kann den Sturm besänftigen. Ah, ihr habt Iron schon gesehen und sie ist noch am Leben. Gut. Wusstet ihr, dass ich auf der Suche nach dem jungen Irnska war, als diese Schlangen herausstürmten und versuchten, mich in diesen Käfig zu stecken?
denen habe ich es gezeigt. Doch ich glaube, sie haben unseren eigensinnigen Nordprinzen gefangen genommen. Ich hörte einige Grünschlangen sagen, sie hätten einen von euch gefangen genommen. Ich hatte fast schon damit gerechnet, dass ich unseren jungen Nordprinzen auf einem Haufen toter Schlangen sitzend vorfinde. Doch so viel Glück hatte ich nicht. Sehen wir uns um und versuchen wir etwas aufzutun, was uns verrät, wo die Schlangen Joruns Welpen festhalten könnten. In Ordnung, ich sehe mich um. Wenn ich so darüber nachdenke, hatte ich auch gehört, dass diese Schlangen einen gefangenen Adligen erwähnten. Ich schätze, die Drahtzieher hinter allem haben es ihnen erzählt. Sie mussten ja gar nicht sagen, dass es Königliche sind. Das hätte nur das Kopfgeld hochgetrieben. Ich wünschte wirklich, ich hätte einen gefangen genommen. Was genau macht eigentlich ein Großkönig? Och, diese Frage jetzt hier zu stellen, ne? Was ein Großkönig genau macht? Alles und nichts, wie es dieser Tage scheint. Ich führe das Dolchsturzbündnis, ich herrsche über Hochfels und ich nehme an Treffen teil. So viele Treffen. Habt ihr noch weitere Fragen, bevor noch mehr von diesen Schlangen auftauchen? Wie habt ihr eure Krone erhalten? Ehrlich gesagt, entgegen meinem energischen Widerstand. Ich war Landgraf von Cumberland, bevor König Gardner starb. Er fiel der Knarrhatin-Grippe zum Opfer. Und plötzlich krönte man mich zum König von Wegesruh. Seitdem habe ich nicht eine Nacht ruhig geschlafen. Kann ich verstehen. Warum hat der Pakt Prinz Irnsgar statt seines Vaters geschickt? Das ist eine gute Frage. Jorun, der Skaldenkönig, war natürlich eingeladen. Doch die offizielle Antwort aus Gramfeste war kurz und knapp. Sein Sohn würde für den Pakt verhandeln. Meint ihr, das könnte ein Problem werden? Für mich nicht. Ich habe zwar gehört, Irnsgar kann eine ganz schöne Nervensäge sein, doch ist das nicht bei uns allen hin und wieder der Fall? Vielleicht sieht Jorun dies auch als Übung für ihn. Solange Irnsgar die Lage nicht schlimmer macht, wird er sicher etwas lernen. Seht euch um. Irnsgar war hier, bevor sie ihn verlegt haben. Da bin ich mir sicher. Ihr habt euch also die Axt des Skaldenkönigs geschnappt. Reife Leistung. Gibt sicher eine prächtige Trophäe ab. Außerdem sagt es mir, dass diese Adligen wichtiger sind, als der emporstrebende Markus zugab. Aber warum haben wir die beiden anderen Adligen noch nicht in unserer Gewalt? Zieht auf der Stelle los und findet die anderen. Der Markus duldet keine Ausreden. Er will diese drei Adligen, ganz egal, wer wir sind, und ich ebenfalls. Ich will die Belohnung, die der Markus versprochen hat, einen Weg runter von diesem Stück Fels, ab in die Freiheit. Sagt diesen Idioten, sie sollen sich an die Arbeit machen, sonst verfüttere ich jeden einzelnen von euch an meine wunderschönen Schoßtiere. Und sorgt dafür, dass der, den wir schon haben, sicher in die Münzfeste verstaut ist. Aber seid vorsichtig, er kämpft wie ein Riese. Deshji. Ja, den Namen haben wir schon kämpft mal gelesen. Kämpft wie ein Riese? Das klingt nach Irnsgar. Und er ist in der Münzfeste. Gut gemacht. Die Axt des Skaldenkönigs. Irnsgar hielt sie, wie Königin Maraya einen Süßkringel hält. Er würde sie niemals freiwillig aufgeben. Ja. Lasst uns Königin Eiren finden, ja? Dieser tote Scherge hatte bloß diese Flasche Wein. Hallo? Nicht, dass du gleich umkippst hier? Ach, sauer. Gibt es denn keine Freuden auf dieser Insel? Sauer. Okay. Na gut. Das heißt eigentlich hier runter, ne? Ah, da hinten ist ein Eingang. Da geht's bestimmt hin. Oh, ja. Wenn ich mir bei dem Sprung den Knöchel breche, würde Königin Maraya mich umbringen. Beziehungsweise Ausgang. Ihr da, Iron. Ich flehe euch an. Wir haben Schiffbruch erlitten. Die anderen brauchen Hilfe. Ja, ich kann nur nichts für deinen Schiffbruch. Wir machen die ganzen Quests alle etwas später. Es tut Kaska. Gut, euch wohl aufzusehen, Emmerich. Und euch, Iron. Schöne Katze. Auf ein Wort, meine Freundin. Ach so, ich dachte, er meinte sie plötzlich mit Freundin. Ich habe mich schon gewundert. Ich wurde allein angespült und jetzt bin ich umgeben von Verbündeten. Zumindest einstweilen Verbündeten. Es ist schon komisch, wie sich das Blatt innerhalb eines Wimpernschlags wenden kann, was?
Sprechen wir über die Dinge, die wir in der Höhle gefunden haben. Und was kommt dann als erste Auswahl? Was genau macht eigentlich ein Großkönig? Was haben die Leute sich beim Programmieren gedacht? Jetzt mal ganz ehrlich. Warum hat der Paktprinz Irnsgar... Nee, das haben wir ja auch schon. Wir fanden eine Nachricht vom Anführer der Grünschlangen. Genau. Darin wird erwähnt, dass sie ihren gefangenen Adligen in der Münzfeste eingekerkert haben. Das muss Prinz Irnsgar sein. Arminos war einst eine Festung für Sklavenhändler aus Hochfels. Doch das liegt viele Jahre zurück. Es gibt eine zerfallende alte Ruine westlich von hier. Es gab bretonische Sklavenhändler? Vor langer Zeit ja. Keine, die das Bündnis heute noch unterstützen würde. Doch euch entgeht dabei der entscheidende Punkt. Die Grünschlangenbande nutzt die alte Münzfeste als Unterschlupf. Und dort hält man Prinz Irnsgar fest. Wir haben auch die Axt des Galgenkönigs gefunden. Das haben wir in der Tat. Es gibt ganze Lieder über diese Waffe. Jorun trug eines von ihnen vor, als wir das letzte Mal zusammenkamen. Wir müssen sie dem Prinzen zurückgeben, sobald wir ihn finden. Jedenfalls scheint unser Kurs klar zu sein. Wir machen uns auf zur Münzfeste im Westen. Gut, wir treffen uns an der Münzfeste. Keine Sorge, meinetwegen. Ich treffe euch an der Münzfeste. Sie liegt westlich von hier, wenn ich mich richtig an meine Karten erinnere. Ich werde den Spaziergang damit verbringen, über meine Entscheidungen nachzudenken. Ein wenig Innenschau betreiben. So, dann gucken wir das nochmal. Was ein Großkönig genau macht, ehrlich gesagt, das ist eine... Für mich nicht. Was ein Ob man das hier eventuell... Das ist eine gute Frage. Für mich nicht. Zur Münzfest. Eventuell so wegbekommen. So, das wollte ich sagen. Reisen, Iren? Kaska wird vorausgehen und den Weg freimachen. Ich finde einen eigenen Weg dorthin. Ich sehe euch alle an der Feste. Versucht, mit Kaska Schritt zu halten, Emmerich. Oha. Und sie ist weg. Erneut. Keine Sorge, meinetwegen. Ich nehme einfach den langen Weg außenrum. Ein Spaziergang tut mir gut. Ja, kommt doch einfach mit. Wir sind auch noch unterwegs. Ich bin nur selber gerade am gucken. Wenn die jetzt da hinten in die Richtung rennt, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber wir nehmen auf jeden Fall selber den langen Weg, dass wir hier unten rumlaufen. Dann können wir auch hier den Wegschrein noch frei machen und dann kommen wir dahin. Deshalb, ja, sag ich mal, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dort angekommen bin. So, irgendwo hier in der Nähe sollte es jetzt sein. Ehrlich gesagt ist das eine der entspanntesten diplomatischen Missionen, auf denen ich seit einer Weile war. Wir müssen uns unterhalten. Kommen die jetzt auf einmal alle her? Von da oben kam ich doch gerade. Die hellen Monde strahlen auf uns, Wanderin. Bevor ihr kamt, habe ich versucht, die Witterung aufzunehmen und einen Geruch gefunden wie den, der noch an der Axt haftet, die ihr gefunden habt. Er kommt vom Inneren der alten Feste des Münzfürsten. Ich würde Sajis linkes Ohr verwetten, dass es Prinz Irnsgar ist. Irgendeine Idee, wie wir da reinkommen? Königin Iren schlägt eine Täuschung vor. Sie suchen die Adligen. Also geben wir ihnen einen. Ihr schlagt vor, wir händigen ihnen einen der Allianzführer aus? Kurzum, ja. Ihr tut so, als wäre Emmerich euer Gefangener. Eskortiert ihn zum Haupttor und wartet, bis sie euch reinlassen. In der Zwischenzeit warten die Königin und ich auf euer Zeichen. Nachdem wir Irnsgar befreit haben, suchen wir einen Ort, um dem Rettungsschiff das Signal zu geben. Solange der Großkönig einverstanden ist, könnte das klappen. Das findet meine Zustimmung. Geht vor, meine garstige Wärterin. Kommt, Kaska, sehen wir, in welche Schwierigkeiten wir uns bringen können. Wie ihr wünscht. In welche Schwierigkeiten wir uns bringen können. Ihr da! Bringt diesen Gefangenen sofort rein! Die Stimme kenne ich doch. Von Auridon, glaube ich. Ich locke die Schlangen heraus. Seid bereit. Hände weg, Bastard! Das ist einer der Adligen, die sucht. Großkönig Emmerich ist niemandes Gefangener! Ganz ruhig, Freundin. Angriff!
denke, ich soll ruhig bleiben. Was denn jetzt? Funke, wir sind noch nicht durch. Gut gemacht. Jetzt sind wir durch. Und ich werden für eine Ablenkung sorgen. Geht und sucht Prinz Ernstgar. Mach mal. Wo sind wir denn jetzt gerade? Moment, wir müssen durch. Wow, das hat weh. Ah, da hinten ist er. Ich habe ihn schon gesehen, beziehungsweise seine Markierung. Der Orden der Emporstrebenden wird sein Versprechen nicht halten können, wenn er... Davon ausgehen, dass dies eine Rettung ist? Ich dachte gerade schon, er ist tot. Oh, besiegt 25 Feinde. Sehr schön. Hallo? Kommt da noch jemand oder darf ich mal sprechen hier? Hallo? Leute? Legt euch nicht mit einem Straßenkind. Dass die aber auch immer durch die Wände durchschießen können. Ich meine, den Typen konnte man noch nicht mal sehen. Aber Hauptsache... Ich halte dich mal so lange... Aber Hauptsache, sie treffen einen. Also das ist irgendwie ganz seltsam. Ich weiß auch nicht. So, können wir uns jetzt mal unterhalten hier? Oder kommt da immer noch was? Leute. Hallo? Prinz Ernstgar? Geh mal ein paar Schritte weiter. Oh, das ist doch nicht normal. Dann sollen sie doch... Ups. Dann sollen sie doch einfach hier reinkommen. Oder mich endlich sprechen lassen. Ah. Der Königspfeil? Seid ihr das wirklich, meine Freundin? Wo ihr fliegt, da wird der Sieg sicher folgen. Doch, was macht ihr hier? Wie habt ihr mich gefunden? Ich bin mit Großkönig Emmerich und Königin Irene hier. Wir sind gekommen, um euch zu retten. Dann sind alle drei Allianzdelegierten noch am Leben? Gut. Sobald ich an Land kam, lauerten mir die Schlangen auf. Ich habe es den Bastarden heimgezahlt. Doch selbst der Sohn von Joron, dem Skaldenkönig, kann nicht allein gegen eine ganze Gefängnisbande bestehen. Es waren einfach zu viele von ihnen. Hier ist die Axt eures Vaters. Kommt, sobald wir das Ufer erreichen, kann ich dem Schiff das Zeichen geben, uns abzuholen. Sungir, Axt des Skaldenkönigs. Es fühlt sich gut an, euch mächtige Klinge wieder in den Händen zu halten. Doch wir können noch nicht gehen. Die Schlangen sagten etwas über den Orden der Emporstrebenden, der hinter allem steckt. Ihre Anführer, Fürst und Magus, sind hier. Jetzt ist nicht die Zeit, Prinz Ernstgar. Wir müssen euch und die anderen nach Hochinsel bringen. Und das werden wir auch tun, nachdem wir uns um die Anführer des Ordens der Emporstrebenden gekümmert haben. Emmerich würde dem zustimmen. Und Irene auch. Kommt, meine Freundin. Wir können diese Verräter mit nur einem Streich erledigen. Emmerich versteckt sich gerade hinter eurem Rücken. Nun gut, ich stimme euch zu. Kümmern wir uns um die Anführer des Ordens der Emporstrebenden. Da Sungir wieder in meiner Hand ist, fühle ich mich schon besser. Lasst uns diesen emporstrebenden Fürsten und seinen Magus finden. Ich will ihnen zeigen, was es heißt, einen Nordkrieger anzugreifen. Warum nimmt euer Vater nicht an den Friedensverhandlungen teil? Ah, die Frage musste ja irgendwann jemand stellen. Offiziell will Joron, dass ich mich meiner Verantwortung stelle. Der Pakt ist eine ausgedehnte Allianz, die von allen Seiten bedroht wird. Der Skaldenkönig hat viele Pflichten. Auf diese Weise erlaubt er mir endlich, einen Teil seiner Last zu schultern. Und weniger offiziell? Weniger offiziell? Der alte Bock hat jemanden, der ihm nachts das Bett wärmt und will daher nicht zu weit weg vom heimischen Herd. Sie ist eine wunderbare Frau aus Riften. Brunhilde. Mein Vater war noch nie glücklicher. Er war allzu begierig, mich an seiner Stelle zu entsenden, um den Pakt zu vertreten. Nach all dem habt ihr immer noch vor, an den Friedensverhandlungen teilzunehmen? Hoffnung ist etwas für Dichter wie meinen Vater. Ich bin ein Krieger. Man scheut nicht die Schlacht beim ersten Anzeichen von Gefahr. Selbst wenn diese Gespräche zu nichts führen, werden Emmerich, Irene und ich entscheiden, wann wir das Schlachtfeld verlassen.
Erzählt mir von euch, Prinz Ernstgar. Ihr seid also interessiert am Prinzen von Windhelm, was? Was wollt ihr wissen? Ich habe nichts zu verbergen. Wie wurde der Ebenherzpakt gebildet? Ihr kennt die Geschichte nicht? Wie unsere drei ungleichen Völker gemeinsam die akavirischen Invasoren abwehrten? Ich war nicht immer der Meinung, doch ich glaube, dass Nord, Dunkelelfen und Argonia gemeinsam wirklich stärker sind. Das erfuhr ich aus erster Hand. Kommt ihr und euer Vater miteinander aus? Eine persönliche Frage. Meine Beziehung mit dem Skaldenkönig ist kompliziert. Er liebt es, sein Wissen weiterzugeben und seine Geschichten zu erzählen. Doch er ist immer noch enttäuscht, dass ich nicht singen kann und ihm so die Vater-Sohn-Duette verwehre, vor denen er immer geträumt hat. Was habt ihr gemacht, bevor ihr die Rolle als Prinz angenommen habt? Meine Rolle? Ich war mein ganzes Leben lang ein Prinz. Meine Jugend war nicht viel anders als eure, denke ich. Ich habe gejagt und gekämpft. Ich wurde unterrichtet. Ich habe in eiskalten Wasserfällen gebadet, die von den hohen Gipfeln herabstürzten, und auch Spaß mit Wölfen gerungen. Das Übliche. Oh, ich laufe eher mit Wölfen rum, als mit ihnen zu ringen. Ja, das kennen wir ja schon hier. Weniger offiziell. Weniger offiziell? Sagen. Hoffnung ist etwas. Es fühlt sich gut an, wieder bewaffnet zu sein. Ne? Oh. Ich habe euch vermisst, Sundir. Ich hole Eirin und Kaska. Wir werden auf euer Zeichen warten. Okay, mein Zeichen ist los, vor. Da ist wahrscheinlich zu, nehme ich mal an. Ne? Ich bin trotzdem so doof und guck nochmal. Ja, ja, da ist aber zu. Das war mir schon klar. Hallöchen. Warum so böse? Ich wollte doch nur mal eben da durch. So. Macht ruhig weiter. Alles ist gut. Ihr braucht mich nicht zu sehen. Ich könnte mich gerne ignorieren. Da war eine grüne Schlange drauf. Ich hab's gesehen. Da kommen wir nicht rum. Das ist auch eine Sackgasse. Königlichen, mein Fürst. Kümmert euch darum. Markus, ruf den Orden. Wir treffen uns am Morgen auf Hochinsel. Mein Lehnsherr. Wir müssen gehen. Folgt dem Prinzen. Wo ist er denn? Der steht neben mir. Ich kann ihm nicht folgen. Da hinten kommen wir auch nicht rum, ne? Ach so. Warum ist das jetzt kaputt? Verteidigt den Prinzen. Na gut. Okay, ich muss dich verteidigen. Die haben dich zwar noch nicht angegriffen, aber ich muss dich trotzdem verteidigen. Irgendwie, glaube ich, läuft heute ein bisschen was nicht so, wie es eigentlich sollte. Zumindest kommen hier jetzt keine Dialoge diesbezüglich. So nach dem Motto, ergreift ihn oder sowas. Ich lasse euch nicht entkommen. Das glaube ich aber doch. Na los, findet einen Weg nach draußen, damit ihr dem Schiff ein Signal geben könnt. Ich brauche einen Moment. Ich habe mich noch nicht so weit erholt, wie ich dachte. Aber ich kann dich doch nicht einfach hier lassen. Nachher bist du weg. Dann sind wir alle draußen, geben das Signal und du bist weg. Das ist nicht gut. So, Hallöchen. Ja, ich weiß. Den auch nochmal eben looten. Das ist der Nachteil, wenn man so nah dran steht. Guten Tag. Das ist so viel besser als lesen. Der steht hinter mir und ist mit seinem Bogen am Hantieren. Willst du mich veräppeln? Der steht zwei Schritte hinter mir. Hallo? So. Wir haben das Signal gelegt. Und jetzt soll ich jetzt hier rüberspringen, oder was? Moment, da? Nee. Da und nach links. Nee, da kam aber doch her, oder?
Nee, wir kamen von... Hä? Bin mir gerade nicht sicher. Ich gehe mal hier rum. Ah nee, da kann man nicht hierher. Okay, perfekt. Seid ihr noch alle da? Haltet sie auf. Wir alle sind Hallo. Jetzt greif doch mal an, wenn ich die Taste drücke. Lasst eure Ruhe. Mit wem kämpft die jetzt? Oh. Es klappt! Aufs Schiff. Schnell. Ja, tut mir leid. Funke hat mich abgelenkt. Huch, mit wem müssen wir jetzt noch alles reden? Moment. Der emporstrebende Magus und sein Fürst sind Feiglinge. Keiner der beiden wollte sich stellen und kämpfen. Sie nennen sich Ritter. Wohl kaum. Wenigstens haben wir ihre Pläne gehört. Ein Treffen auf Hochinsel. So sagte es der emporstrebende Fürst. Wie ist es euch ergangen, Prinz Ernstgar? Ihr meint, abgesehen davon, dass ich halb ertrunken bin und mich eine Gefängnisbande festgesetzt hat? Ich habe viele Schlachten geschlagen, während ich an der Seite meines Vaters arbeitete. Und ich habe angefangen zu stricken. Eines der Großmütterchen aus dem Kastell bringt es mir bei. Sie meint, das wäre gut für meine Launen. Das glaube ich eher weniger. Was denkt ihr über die Ereignisse auf Wartenfell? Selbst wenn man mir eine Klinge an den Hals halten würde, damit ich das Tribunal erkläre, würde ich wohl mein Blut lassen müssen. Ich las aber die Berichte, in denen ihr erwähnt wurdet. Einen Gott gerettet, einen Fels am Himmel gehalten. Euer tägliches Geschäft. Es war eine seltsame Erfahrung. Das glaube ich gern. Vater stellte mich dem Tribunal vor. Als Fürst Vivek sprach, war es, als ob die Glocken des Universums in meinen Ohren erklingen. Und Sotasil? Ihn kann ich immer noch nicht einschätzen. Almalexia ist aber in Ordnung. Heftig, aber in Ordnung. Unsere gemeinsame Schlacht in Einsamkeit ist nichts, was ich so schnell vergessen werde. Ich ebenso wenig, meine Freundin. Vampire und ein verrückter Jarl, das sind die Dinge, die mein Vater gern besingt. Und diese Svana ist... Nun, sie hat ein imposantes Auftreten. Sie hat sich sehr verändert seit unseren Kindertagen. Ihr scheint ihr zugetan zu sein. Was? Nein. Was für eine unverschämte Frage. Ihr habt Glück, die Retterin des westlichen Himmelsrands zu sein. Svana zugetan. Ich würde mich nie... Wovon sprachen wir gerade? Habt ihr von meinen Abenteuern in Trübmoor gehört? Das klingt überhaupt nicht eingebildet. Euer Abenteuer in... irgendetwas mit einem Riesensack Bernstein, oder? So tapfer die Argonier auch sein können. Der Hist ergibt für mich so viel Sinn wie ein Hochelf in Hrothgar. Habt ihr eine Art von Bedrohung aufgehalten? Jemandem das Leben gerettet? Es war ein trauriger Tag. Ich musste einen Freund zurücklassen, um Leuten in Not zu helfen. Wirklich? Entschuldigt meine Heiterkeit, meine Freundin. Wenn man einen Kriegstrupp der Nord fragt, ob sie für ihre Kameraden sterben würden, sieht man einen Wald erhobener Fäuste. Noch eine Sache, die mein Volk und die Krieger der Schwarzmarsch gemeinsam haben. So, kehrt zum Herrenhaus zurück, spricht mit Großkönig, also mit den drei... wieso sollen wir mit ihm nochmal sprechen? Der emporstrebende Magus und sein Fürst sind Feiglinge. Keiner der beiden wollte sich stellen und kämpfen.
Sie nennen sich Ritter? Wohl kaum. Wenigstens haben wir ihre Pläne gehört. Ein Treffen auf Hochinsel, so sagte es der emporstrebende Fürst. Ja, wissen wir. Wir müssen zum Alraunen Herrenhaus zurückkehren und Fürstin Arabelle Bericht erstatten. Natürlich. Doch ihr müsst ihr erzählen, was ich während meiner Gefangenschaft erfahren habe. Der Orden der Emporstrebenden steckt hinter allem. Und er wird angeführt vom emporstrebenden Fürst und dessen Markus. Nun, das wussten wir alles eigentlich schon. Wirklich? Nun, ihr wusstet aber nicht, dass sie ein großes Treffen anberaumt hatten, bis der emporstrebende Fürst es erwähnte. Das wäre also eine neue Information. Und wusstet ihr, dass der Fürst vorhatte, uns zu ermorden, sobald die Grünschlangen uns an ihn übergeben hätten? Seid ihr euch sicher, dass der Orden der Emporstrebenden euer aller Tod will? So sicher, wie wir es lebend auf dieses Schiff geschafft haben. Sie wollten eine Schau veranstalten. Das hörte ich an ihrem Tonfall. Dieser Magus, dieser Fürst, sie gieren nach Macht. Und der Tod der drei Allianzanführer wäre ein guter Anfang, um dieses Verlangen zu stillen. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall durch mit dem. Danach machen wir da oben, okay. Eine wagemutige Rettung, eine saubere Flucht. Gut gemacht, meine Freundin. Ich kann kaum erwarten, Königin Maraya davon zu erzählen. Was habt ihr getan, während Prinz Irnsgar und ich versucht haben, den emporstrebenden Fürsten und den Magus aufzuhalten? Ich hatte zu tun, falls es das ist, was ihr wissen wollt. Wir hielten den Großteil der Streitkräfte der Schlangen in der Feste beschäftigt. Kaska war eine echte Vorkämpferin. Für jeden von diesen Raufbolden, den Eirin oder ich erwischten, erledigte sie gleich drei. Warum meint ihr, dass der Orden der Emporstrebenden versucht hat, euch davon abzuhalten, zu den Friedensverhandlungen zu erscheinen? Trotz all der großen Versprechungen hat der Orden der Emporstrebenden kein Interesse daran, den Krieg in Cyrodiil zu beenden. Zumindest nicht mit einem von uns auf dem Thron. Er ist die schlimmste Art von Übel, eine böswillige Gier, die sich als wohlmeinendes Ziel ausgibt. Tja. Schauen wir mal eben bei Königin Iron. So niederschmetternd das auch klingen mag, doch das war mehr Spaß, als ich seit Monaten hatte. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob das Ritual klappt. Hätte es das nicht getan, gehen wir wohl lieber einfach davon aus, dass Sajid durch den Sturm gesegelt wäre und uns trotzdem erreicht hätte. Ja, legen wir uns darauf fest. Ich werde jetzt mal nicht unten anfangen, weil mit Erik, also Prinz Erik, konnten wir jetzt konnten wir jetzt leider nicht so viel reden wie mit den anderen. Wie ergeht es der Allianz? Die königlichen Pflichten in Eldenwurz sind so verdrießlich wie eh und je, doch das Dominion ist stark. Es gab so viel Unfrieden in den wenigen Jahren, seit ich Königin bin. Ist es falsch, darauf zu hoffen, dass das Adlerbanner eines Tages von Frieden umweht sein könnte? Ich hoffe nicht, Euer Majestät. Vielen Dank. An manchen Tagen fürchte ich, dass all dieser Tod und all dieser Schmerz umsonst sein werden. Doch in Zeiten wie diesen, Zeiten, in denen unser gesamter Glaube restlos herausgefordert wird, müssen wir zusammenstehen. Deshalb wurde das Dominion gegründet. Und deshalb werden wir am Ende den Sieg davontragen. Könnt ihr mir erzählen, was geschehen ist, bevor euer Schiff verunglückte? Es war ein gut geplanter und hinterhältiger Angriff. Ich spürte das ja, natürlich. Wir wissen, ich bin keine Ahnung. Auf jeden auch. Fall. Tamriel verändert sich und seine Anführer müssen sich dem anpassen. Man sagt, in Zeiten wie diesen würde die Seele einer Meer auf die Probe gestellt. Doch ich möchte gern glauben, dass ich mich dem als gewachsen erwies. Es kommt einem so vor, als wäre unser erstes Abenteuer schon ein ganzes Leben her, nicht wahr? Wenn ich schon mit jemandem im Dschungel gestrandet sein muss, so freue ich mich, dass ihr es seid. Ich war traurig, euch nicht auf Summer's End zu sehen. Das war ich auch. Eine wirklich abscheuliche Angelegenheit und ich danke euch für eure Hilfe. Ich saß indes in einer weiteren langwierigen Sitzung in Eldenwurz fest. Eines versichere ich euch, dädrische Fürsten hin oder her, ihr hattet mehr Spaß als ich. Ich schätze schon, aber die stellvertretende Königin... Es tut mir leid. Ihr habt Alvinarve zu einer sehr schwierigen Zeit getroffen. Sie ist eigentlich eine wundervolle Person mit einem brillanten Geist. Ich wünsche mir von Herzen, ich hätte da sein können, um eine Hilfe anzubieten. Und mein Schwertarm. Ich ziehe mein Schwert beileibe nicht oft genug.
Verzeiht die Frage, doch wie konnte der Angriff des Ordens erfolgreich sein? Es war ein gut geplanter und hinterhältiger Angriff. Natürlich. Ich bin keine Ärztin. Ja, das wissen wir schon alles. Man sagt, in Zeiten wie diesen würde die Seele einer mehr auf die Probe gestellt. Doch ich möchte gern glauben, dass ich mich dem als gewachsen erwies. Es kommt einem so vor, als wäre unser erstes Abenteuer schon ein ganzes Leben her, nicht wahr? Wenn ich schon mit jemandem im Dschungel gestrandet sein muss, so freue ich mich, dass ihr es seid. Wie geht es Rasumdar dieser Tage? Ich schwöre euch, mein Auge wird mit jedem Tag übermütiger. Unser letztes Gespräch drehte sich nicht um Staatsangelegenheiten oder Bedrohung meiner Sicherheit, sondern um das lobenswerte Hinterteil eines Mitglieds einer Gesandtschaft aus Gratwald. Fesselnd. Ich bin überrascht, dass er nicht hier bei euch ist. Ich habe ihn vorausgeschickt, um den Weg zu ebnen. Doch wer weiß schon, was diese Katze tut. Ich hatte versprochen, es würde keinen Ärger geben, dass all die Geheimhaltung und die sorgfältige Planung für eine ereignislose Reise sorgen würden. Ihr Sterne am Himmel, das werde ich mir noch ewig anhören müssen. Ja, das glaube ich auch. Hattet ihr schon Gelegenheit, mit Königin Chimera zu sprechen? Das hatte ich. Ich hätte ja gesagt, dass jede Person besser als diese schreckliche Tarnfrau ist. Doch Chimera ist ein sterngesegnetes Vergnügen. Sie ist so tapfer. Die Vorstellung, dass ihr beide euch richtigen Drachen gestellt habt. Eine weitere Schlacht, von der ich nur im Bericht eines Auges lesen konnte. Sie wird eine herausragende Königin abgeben. Das denke ich auch. Den Kern des Dominions macht die Selbstverwaltung und den Respekt vor allen Kulturen aus. Doch wenn wir ein geeintes Anekina und Pelitine erleben könnten, und wenn das kaschitische Volk sich hinter einer Stimme vereinen würde, würde mir das mein Leben sehr viel einfacher machen. Ja, das glaube ich. Oh, was können wir denn jetzt so hier noch? So niederschmetternd das auch klingen mag, doch das war mehr Spaß, als ich seit Monaten hatte. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob das Ritual klappt. Ja, hätte es das nicht getan, gehen wir wohl lieber einfach davon aus, dass Saji durch den Sturm gesegelt wäre und uns trotzdem erreicht hätte. Ja, legen wir uns darauf fest. Hatte die Ärger beim Erreichen des Anlegers? Beim Anblick von Emmerich und mir verstreuten sich die Grünschlangen wie Blätter in einer steifen Brise. Und dank Kaskas formidabler Präsenz gab der Rest seine Stellungen rasch auf. Ich achtete darauf, das Ritual zurückzuhalten, bis ich das Signalfeuer sah. Meint ihr, wir werden noch Ärger mit dem Orden der Emporstrebenden haben? Auf jeden Fall. Er ließ einen Sturm heraufziehen und versenkte 3 Schiffe, um uns zu ermorden. Solange seine Anführer leben, gibt es keinen Grund damit zu rechnen, dass er aufgibt. Wenigstens sind Emmerich, Irnska und ich noch am Leben. Dank euch. So, jetzt wird es endlich nicht mehr gezählt. Dann reisen wir jetzt zurück. So niederschmetternd das auch klingt. Es sei denn, sie steht im Weg. Hallo, ich will zurückreisen. Muss ich das... Nee, das ist doch hier oben. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ach, Boot. Wenn man gefühlt 10 Kilometer wegsteht schön davon... Schön, wieder in der Stadt zu sein. Fürstin Arabelle möchte, dass ihr zum Alraunenherrenhaus geht. Ich treffe euch dort. Ja, da war ich ja gerade auf dem Weg hin. Was unterbrichst du mich denn hier? Ja, was ich sagen wollte, wenn man gefühlt 10 Meter von dem Ding wegsteht, dann funktioniert es endlich. So, jetzt frage ich mich nur... Das ist, glaube ich, direkt hier. Da muss ich nirgendwo durch, ne? Komme ich da auch hin? Ja. Sehr schön. Wanderin, Fürstin Arabelle möchte hinten im Hof mit euch sprechen. Hinten im Hof auch noch. Alle sind hier. Das ist schon mal gut. Ah, hier kommt unsere Heldin. Gut gemacht, meine Teure. Hervorragend. Wer möchte etwas trinken? Der Prinz von Windhelm gibt einen aus. Geduld, Jungchen. Wir sind vorerst sicher, doch die Schlacht hat gerade erst begonnen. Gute Arbeit, wie ihr die Allianzanführer aufgespürt und sicher von Aminos heruntergebracht habt. Ich bin stolz auf euch, meine Teure. Fürst Bakaro und ich werden sie bald an einen sichereren Ort bringen. Danach können wir uns wieder dem Orden der Emporstrebenden zuwenden.
Der Orden der Emporstrebenden plant irgendwo auf Hochinsel eine große Versammlung. So hat es mir Prinz Irnska erzählt. Dazu kommen wir noch. Erst einmal müsst ihr euch ausruhen. Und ich muss sicherstellen, dass unsere königlichen Gäste weiterhin sicher sind. Nehmt dies fürs Erste. Solange ich auf euch zählen kann, ist da noch mehr, wo das herkam. Ja, und wir erhalten einen präzisen Jagdbogen von Set Blick der Systrin. Ja, hier machen wir allerdings erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.